Ich bin Gustav und arbeite in der Reichsbank. Das ist der Merkur, in der römischen Welt der Sagen, der Götterbote. Er steht für Austausch und Handel und ist Symbol für die Geldwirtschaft. Geld- und Bankgeschäfte, das sagt auch mein Chef, werden immer wichtiger in der heutigen Zeit für Handwerker und Geschäftsleute, aber auch für die Firmen und für die Landwirte. Deshalb haben wir auch ein neues Bankhaus mit mehr Räumen und von Baustil genauso wie in Berlin. Ich bin sehr stolz, hier zu arbeiten. Die Bank steht am Rand der Stadt. Da ist die Stadt, hier liegt die alte Zitadelle mit dem Schloss und hier war außen herum die Stadtbefestigung, ein breiter Streifen, der um die ganze Stadt führte. Das Grundstück musste erst ordentlich eingemessen und hergerichtet werden. Es liegt genau auf dem Festungsstreifen an einer Kreuzung. Hier stehen auch schon andere Gebäude, für die in der Stadt kein Platz mehr war. Das Gymnasium für Jungen, das Krankenhaus St. Elisabeth, welches auch gerade einen Neubau erhalten hat. Und jetzt rundet die Bank das Gesamtbild ab. Hier am Stadtrand ist südlich offen, groß und sehr repräsentativ. Die Straße nach Norden führt aus der Stadt heraus, übers Land bis an den Rhein nach Düsseldorf. Der Entwurf für die Bank kommt aus Berlin, vom Leiter der Reichsbankbaubehörde Heinrich Wolf, ein ganz hohes Tier. Aber auch der Herr Andreja, unser Stadtbaumeister hier in Jülich, ist sehr gut. Der hat den Bau errichten lassen, natürlich in ganz enger Abstimmung mit Berlin. Es wird seitdem ein Hauch von Großstadt und ein bisschen der Stil des neuen Bauens durch Jülich, hier auf dem Land im Westen der Republik. Auch deshalb, weil in der Bank in diesem Jahr moderne Kunst ausgestellt wird. Eigentlich ganz undenkbar für Jülich, aber für uns junge Leute wunderbar. Aber das Allerbeste an der Bank, das ist der Tresor. Der ist so sicher wie ein Fels. Den kann keiner knacken. Der Merkur hat die Zerstörung der Reichsbank 1944 überlebt. Der vereinfachte Wiederaufbau erfolgte um den eisernen Tresor herum.